Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mal wieder ein Adventstürchen, das ich für euch öffne. Und heute verbirgt sich folgender Spruch darin. Kerzenschein und Tannenduft, rote Backen, kalte Luft, Glocken läuten, Kinder lachen, Äpfel, Wein und süße Sachen. Das Christkind ist schon nicht mehr weit. Es beschert uns eine glückliche Zeit. Lasst uns freuen und besinnlich sein. Der Zauber der Weihnacht macht uns alle wieder klein. Auch das ein Spruch, den ich sehr schön fand und mit euch teilen wollte. Ja, und letztes Mal haben wir Honey dabei erwischt, den kleinen Wichtel, wie er Chaos verbreitet hat im Winterdorf. Und er ist jetzt zur Beichte beim Weihnachtsmann. Und er hatte uns gebeten, ihn zu begleiten, weil er sich alleine nicht traut. Und hier geht es dann weiter. Viel Spaß beim Zuschauen wünsche ich euch. Was ist das denn? Du hast den Saboteur gefunden? Der Saboteur hat also beschlossen, sich selbst zu stellen? Honey, mein kleiner Freund, was ist in dich gefahren, dass du uns so viele Probleme bereitet hast? Tut mir leid, Weihnachtsmann, ich wollte ein Teil von Weihnachten sein, ehrlich. Aber obwohl alle anderen kleinen Helfer schon in Weihnachtsstimmung waren, konnte in mir immer noch nichts davon spüren. Ich weiß nicht, was das mit Weihnachten soll. Es geht um Sicherheit. Nein, 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 es geht darum, gut auszusehen. Es geht darum, um die Ecke zu denken. Das ist Weihnachten in knappen Worten. Falsch. Nein, du liegst falsch. Es geht darum, die Juleböcke zu verbrennen. Stopp. Weißt du, Weihnachtsmann, Weihnachten kann doch nicht all das umfassen, oder? Oh, Honey, Weihnachtsstimmung ist etwas, das du in deinem Kopf vorfindest. Es ist ein Gefühl in deinem Herzen, wenn du mit denjenigen zusammen bist, die dir wichtig sind. Und das hattest du die ganze Zeit schon in dir. Ihr alle habt es in euch verspürt, wenn auch auf verschiedene Art. Dieser Zauber von Weihnachten kommt davon, dass ihr alle eure Gaben füreinander einsetzt. Wie Ingwer und Curry. Wie pinke Pullover und Leggings mit Leopardenmuster. Gaben füreinander einsetzen? Ich hab's, Weihnachtsmann. An Weihnachten geht es um Geschenke. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Dank deiner Hilfe habe ich gelernt, dass es Weihnachten hauptsächlich um Geschenke geht. Und daher habe ich auch ein besonderes Geschenk für dich. Wenn es dir nichts ausmacht, verdrücke ich mich jetzt. Ich muss eine Menge Geschenke einpacken. Frohe Weihnachten! Jetzt machen wir noch ein super schönes Foto mit den kleinen Wichteln. Einmal fürs Thumbnail. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt ganz woanders hin. Denn es gibt ja auch noch Quests zu erfüllen im Shopping Center. Und da wollen wir jetzt gemeinsam hin. Hoppala, hier ist es rutschig. Eieieiei. Das ist halt der Nachteil von dem ganzen Eis. Ich weiß, wir hätten noch hier die Mützen suchen müssen, aber das erspare ich euch jetzt. Das gab es beim letzten Mal. Sollten wir 5 Mützen finden. Eine habe ich gefunden, die anderen, naja. Die erspare ich mir nun. Da ist unser Schlitten. Und damit fliegen wir einmal zurück. Ich finde dieses Bild hier wunderschön. Mit dem lieben Weihnachtsmann. Oder nee, das ist ein Wichtel, ne? Der Weihnachtsmann ist da gar nicht auf dem Schlitten. So, auf geht's zum Shopping Center.
Weil da erwarten uns ja auch Quests. So hoffe ich zumindest, dass sie auch für mich verfügbar sind. Dass ich sie euch zeigen kann. Ah ja. Gehen wir einmal zum Hausmeister. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten hier und frohe Weihnachten da. Es reicht völlig aus, frohe Weihnachten ein- oder zweimal zu sagen. Maximal. Warum sich das Leben unnötig schwer machen? Siehst du nicht, was das Weihnachtsgeschäft mit meinen empfindlichen Böden anstellt? Genau, die Leute kommen hierher und machen Dreck. Hast du daran gedacht, den Fußabtreter zu benutzen, als du reingekommen bist? Du hast? Gut. Wenn ich entscheiden müsste, würde ich hier kein einziger Kunde Weihnachtsankäufe in diesem Shoppingcenter machen. Dann wäre alles in bester Ordnung hier. Ich habe momentan absolut keinen Plan, wie ich die Zeit zum weihnachtlichen Dekorieren aufbringen soll, wenn ich andauernd hinter allen herräumen muss. Diese Leute haben keine Manieren, stiefeln hier herum, als ob das Kaufhaus ihnen gehören würde. Schnaub! Du siehst ganz nebenbei nicht so aus, als ob du viel zu tun hast. Laufe hoch in den dritten Stock. Dort findest du einen Karton mit Weihnachtsdeko. Der steht da schon seit Wochen. Ich musste ja die ganze Zeit den Dreck der Leute von meinem wunderschönen Böden befreien. Komm schon, lauf hoch und hole die Kartons mit der Weihnachtsdeko. Vielleicht wünsche ich dir dann frohe Weihnachten. Okay. Chill mal. Der ist ein wenig unentspannt, der Gute. Dabei ist doch Weihnachten. Oh nein, ich will nicht runterfahren. Oh nein. Der Fail. Aber oh, gut. Dann geht's noch einmal nach oben. Und schwupps. Nochmal eine Runde, weil es so schön war. So, jetzt gehen wir aber auch erstmal hier vorbei. So. Dann hoffe ich, dass wir auch hier dieses besagte Paket finden. Ah ja, da steht's ja rum. So, du hast den Karton mit dem Weihnachtsgeschenk, mit der Weihnachtsdeko aufgehoben, kehre damit zum Hausmeister zurück. Okay, das machen wir. Hier oben sind sie noch nicht wirklich weitergekommen, ne? Ich bin mal gespannt, was hier oben sich so entwickelt. Ah, dieses Gebacke immer, dass man dann andere Personen so hinter sich hat. Sorry, aber gerade nervt mich das so ein bisschen. Die kommt gleich wieder raus aus der Liste. Hast du die Kartons gefunden? Die befinden sich im dritten Stock. Ach so, ja, die müssen wir hier aufstellen, ne? Bums. Gut, die Tatsache, dass es doch noch Menschen mit Verstand und Manieren gibt, hebt meine Stimmung doch sehr. Hast du das gesehen? Hast du gesehen, wie diese Jugendlichen mit ihren Matschschuhen vorbeigestapft sind? Bah, jetzt muss ich den Boden wischen. Überhaupt keine Manieren. Willst du den Boden wischen? Hä? Denkst wohl, dass du kommen und meinen Job übernehmen kannst, was? Der Einzige, der hier die Böden wischt, bin ich. Aber wenn du unbedingt arbeiten willst, kannst du den ganzen Krimskrams erledigen. Dann muss ich das nicht machen. Gut, du kannst damit anfangen, das hier zu nehmen und die Bühne damit zu dekorieren. Also dann an die Arbeit. So, dann gehen wir mal zur Bühne. Okay. Das hätten wir schon mal.
Ich muss zugeben, nicht schlecht. Was, du denkst doch nicht, dass du schon fertig bist. Pff, hier findest du noch Arbeit, die für einen weiteren Monat ausreichen würde. Schnaubt, diese Leute. Hast du nichts zu tun? Es gibt noch mehr Weihnachtskrimskrams zum Aufhängen. Hier, nimm diese hier und sieh zu, dass sie an die Wände kommen. Dann nehmen wir das andere am besten auch gleich. Es gibt noch mehr Weihnachtsdeko, die im Einkaufszentrum platziert werden muss. Hinfort mit dir und sieh zu, dass alle Dekorationen verteilt werden. Bonnet? So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Hier kommt die bunte Weihnachtsdeko hin. Kommt ein Julbock hin. Da muss noch was hin. Aber was? Auch sowas Buntes? Zack. Zack. Da ist der Weihnachtsbaum. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das andere hier dekoriert bekommen. Dazu, denke ich, müssen wir nach oben fahren. Sorry, muss mal eben stören. Zack. So. Ist das nächste her direkt? Dann haben wir das Shopping Center gleich auch schön weihnachtlich. Wo ist denn das andere? Wo soll denn das andere hin? Ach, da. Prima, das haben wir fertig. Dann können wir jetzt wieder runterfahren und zu dem griesgrämigen, weihnachtsmuffeligen Hausmeister. Vielleicht hat er jetzt ein bisschen bessere Laune. Gut, das zeigt einmal mehr, dass du ein zielstrebiger Typ bist. Gut gemacht, das sieht toll aus. Das lief sehr gut mit dem Dekorieren, findest du nicht? Vielleicht kannst du mir nächstes Jahr wieder dabei helfen. Schnaub, hast du den Stapel an Lieferungen hier neben mir gesehen? Die sollten eigentlich alle raus in die Läden hier, aber anstatt sie dorthin zu bringen, wo sie hingehören, hat man sie bei mir gelassen. Lass mal sehen, wo die einzelnen Lieferungen hin sollen. Das soll zu Gordons Kleidungsgeschäft geliefert werden. Vergiss nicht, dass ich eine Unterschrift brauche, dass die Lieferung ausgetragen worden ist. Ich will kein Theater damit haben. Lass mal sehen. Dieser Karton soll zu Clementine ins Café. Vergiss nicht, dass sie unterschreiben muss, dass sie die Lieferung erhalten hat. Der Karton sieht aus, als ob er an Alex Geschäft adressiert wäre. Sie verkauft Pferdeausrüstung. Bringst du sie zu ihr? Gut, erinnere sie daran, dass sie unterschreiben soll, die Lieferung erhalten zu haben. Ja, das hast du jetzt mehrfach erwähnt. Ich denke, das werde ich nicht vergessen können. Ich glaube, da träume ich heute Nacht noch von. Willkommen in unserem Bekleidungsgeschäft, der größten Boutique in ganz Jorvik. Wenn du ein paar der tollsten Stücke anprobieren möchtest, dann... Ach, du bist's nur... Dein Name fängt nicht zufällig mit Z oder Q an? Daniela? Ja, aber es war nah dran. Ich wollte nicht enttäuscht klingen, Daniela. Ich dachte nur, dass du ein anderer Kunde auf der Suche nach den besten Kleidern wärst.
Schnäppchenjäger, du weißt schon. Es ist jedenfalls toll, dass du es mit den Lieferungen geschafft hast. Kann mich aber kaum erinnern, was ich bestellt habe. Haha, du wirst die Lieferung von mir unterschrieben haben? Naja, das mache ich erst, wenn ich gesehen habe, was in den Paketen steckt, Dummerchen. Du hilfst mir dabei, die Sachen auszupacken und ich unterschreibe. Einverstanden? Okay. Gute Arbeit, Mädchen. Dein Name ist Daniela, sagst du? Okay, natürlich gut. Ich erinnere mich an deinen Namen, Liebes. Ich wollte nur wissen, ob du mir auch folgst. Ja, klar. Meine Unterschrift? Klar doch. Eine Sekunde. Ich habe einen Kunden hier. Sie möchte ein Kleid eine Nummer größer haben. Kannst du es für mich holen, sodass ich bei ihr bleiben kann? Danke, ich unterschreibe danach. Versprochen. Jetzt sind wir auch schon Verkäuferin hier. Super, vielen Dank. Ich weiß, ich hab's versprochen. Mädchen, Daniela, ja, natürlich, aber hör mal, ich müsste dich da noch um einen klitzekleinen Gefallen bitten. Der Kunde hier möchte das Kleid in schönes Weihnachtspapier eingepackt bekommen. Ich habe es in eine Schachtel getan, aber ich dachte, dass du es etwas aufhübschen könntest. Ich habe leider zwei linke Hände. Danke. Ja, die habe ich leider auch. Schön verpackt. Ah, natürlich, du wolltest, dass ich das Annehmen der Lieferung unterschreibe, richtig? Hier, bitte, jetzt kannst du damit zum Hausmeister. Danke für deine Hilfe bei allem, Daniela. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Okay. Auf ins nächste Geschäft. Willkommen, wie kann ich heute behilflich sein? Warte, ich nehme an, dass du nicht zum Einkaufen hier bist. Oh, die Lieferung, wie schön. Hey, wenn du schon hier bist, könntest du mir vielleicht einen riesen Gefallen tun. Ich wollte dich fragen, ob du vielleicht auf den Laden aufpassen könntest, während ich zur Toilette renne. Es sind so viele Leute hier, die ihre Weihnachtsbesorgungen machen, dass ich keine Zeit für eine Pause hatte. Juhu, du bist ein Retter in der Not. Ich bin sofort wieder da. Es sind keine schwere Arbeit. Sei einfach nett zu den Kunden und wenn jemand zahlen möchte, gibst du das einfach in die Kasse ein. Du schaffst das. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Bis gleich.
Okay. Lief alles glatt? Ich kann jetzt wieder übernehmen, aber danke für die Hilfe. Du willst, dass ich unterschreibe, dass ich die Lieferung erhalten habe? Das kann ich machen, wenn du mir nur kurz dabei hilfst, alles zu entpacken. Ist das okay? Super, fang einfach an und sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Wieso benutzen uns eigentlich alle als Arbeiter? Unglaublich. Na, das werden wahrscheinlich die Sachen sein. So. Tolle Arbeit, Daniela. Ja, ich unterschreibe jetzt. Da, bitte. Du kannst sie zum Hausmeister bringen. Auch wenn ich nicht verstehe, weshalb du so viele Besorgungen machen willst. Haha, du bist komisch. Aber danke für die Hilfe und frohe Weihnachten. Ich bin also komisch. Aha. So, und jetzt müssen wir noch ins Café. Hallo, hallo, wie wäre es heute mit unserem fantastischen Weihnachtstee mit einem köstlichen Keks an der Seite? Möchtest du hier essen oder es mitnehmen? Eine Lieferung? Ah, wie gut, dass sie da ist. Ich habe mich schon gefragt, wann sie wohl kommt. Entschuldige, ich kann mich jetzt nicht wirklich um die Lieferung kümmern. Es gibt hier im Café so viel zu tun. Entschuldige, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ich würde nicht fragen, wenn hier nicht so viele Menschen wären. Danke, kannst du diese Bestellungen annehmen und meine Kunden bedienen? Vielen Dank, Daniela. Viele Menschen. Okay, wenn sie damit schon überfordert ist, finde ich das mega witzig, aber gut. Wo soll der dritte hin? Ach, draußen. Ach Gottchen, drei Tees zu verteilen, damit war sie jetzt überfordert. Die soll mal zu mir kommen, dann lernt sie es, was anstrengend ist. Vielen Dank, Daniela. Oh, die Lieferung. Ja, mal sehen. Bevor ich unterschreiben kann, muss ich abhaken, dass ich alles, was ich bestellt habe, auch erhalten habe. Ich wüsste nur nicht, wie ich das schaffen soll. Willst du mir helfen? Vielen Dank. Kannst du kurz durch die Reihen laufen und das Geschirr einsammeln? Super, danke. Ja, das machen wir auch. Oh, wie schnell du warst. Ich habe noch nicht einmal die Hälfte meiner Liste abgearbeitet. Oh, dort drüben scheint man mehr herrlichen Weihnachtstee haben zu wollen. Kannst du bitte die Teekanne nehmen und nachfüllen? Wir haben eine Gratis-Nachfüllung. Es muss also da nicht dafür bezahlt werden. Vielen Dank. So, muss ich jetzt hin? So, bist du nun fertig? Ich habe ja auch meine Zeit nicht gestohlen. Vielen Dank, super nett von dir, dass du mir in dieser stressigen Weihnachtszeit helfen willst. Ich habe noch ein paar Dinge auf der Liste, die ich erledigen muss, bevor ich sie abhaken kann. Ich muss auch noch die Tische abwischen, damit neue Gäste sich dort hinsetzen können. Willst du das machen?
Vielen, vielen Dank. Ja, wir sind einfach zu gut für diese Welt. Sagt das mal einem Postboten oder Paketboten, dass ihr das jetzt gerade nicht annehmen könnt, weil ihr da noch gewisse Sachen zu tun habt. Der hustet euch was. So, nu aber. Ich weiß nicht, wie ich das alles ohne dich bei diesem ganzen Weihnachtsstress hätte schaffen sollen. Ich bin mit der Liste fast fertig. Entschuldige bitte, dass es so lange gedauert hat. Ich brauche etwas Zeit dafür. Würdest du diese Bestellungen an die Kunden liefern, während ich die Liste fertigstelle? Vielen Dank. Hallo, Sie wollten Kekse. Bitteschön. So, jetzt bin ich bereit. Danke, dass du meine Gäste in der Zwischenzeit bedient hast. Was ist das? Oh, natürlich. Ich unterschreibe jetzt für die Lieferung. Lass mich mal sehen. Wo ist mein Stift? Oh, hier. Ich muss nur meinen Namen hinschreiben. Gut, bitteschön. Jetzt kannst du damit zum Hausmeister. Super. Und wir haben hier Münzen bekommen. Die können wir im Weihnachtsdorf, im Winterdorf, im Shop einlösen. Hallo Hausmeister. Hat lange genug gedauert, eine Unterschrift zu bekommen, aber zum Glück habe ich sie jetzt endlich. Hast du Alex' Unterschrift bekommen? Ist das Clementines Unterschrift? Gut. Ja, das waren alle Unterschriften. Wie schön, dann muss ich mir nicht anhören, dass jemand seine Sachen nicht bekommen hat. Danke für die ganze Hilfe, Daniela. Jetzt kann ich weiterarbeiten. Aber bevor du davonläufst, ich habe da noch eine Kleinigkeit für dich. Sieh jetzt als kleines Weihnachtsgeschenk. Ein sehr kleines Weihnachtsgeschenk. Bitteschön, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jetzt werde ich mich einfach um diesen Boden kümmern. Naja, immerhin war er jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen netter. Und damit endet auch dieses kleine Video. Ist ein bisschen länger geworden, aber diese Quests sind halt sehr intensiv. Und ich hoffe, es hat euch trotz alledem gefallen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Adventszeit und bis Weihnachten öffnet sich noch so manches Türchen für euch. Lasst euch überraschen. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Ciao, ciao, eure Dani.